Hallo ihr Lieben, heute würde ich gerne über die Geburt meiner Tochter Miuna sprechen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Video gestalten werde und was ich alles erzählen werde, aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht und naja, mal schauen, was hieraus jetzt wird. Der errechnete Geburtstermin war am 5. August 2016, aber selbst an dem Tag gab es noch keinerlei Hinweise darauf, dass es bald losgehen würde. Also ich habe mich nicht anders gefühlt als davor. Wir waren abends noch spazieren, um die Geburt ein bisschen voranzutreiben, aber ja, sind dann auch ganz normal ins Bett gegangen. Dann bin ich aber gegen 1 Uhr nachts etwa aufgewacht, weil mich die Kleine getreten hat. Und dann bin ich auch aufgestanden, weil ich sowieso auf die Toilette musste. Und da habe ich dann gesehen, dass Blut in der Unterhose war. Ich habe mich erst ziemlich erschrocken, weil ich nicht wusste, woher es kam. Aber ich war halt auch noch völlig verschlafen. Aber dann ist mir eingefallen, dass das wahrscheinlich die Zeichnungsblutung ist. Und so war es dann auch. Etwa eine Stunde später bin ich dann wieder aufgewacht und hatte tatsächlich meine erste Wehe. Die Übungswehen hatte ich vorher zwar immer wieder gehabt, ist ja auch normal, also dass mein Bauch hart wurde, aber es war nie unangenehm und auch nie schmerzhaft. Also war das wirklich so die erste Wehe, wo ich dachte, okay, jetzt vielleicht geht es so langsam los. In meinem Kopf dachte ich dann noch so, ach, ich habe jetzt, es war die Nacht von Freitag auf Samstag, und samstags morgen hatte ich sowieso meinen Arzttermin und ich dachte mir so, ja, gehst du morgens dann schön zum Arzt und die Wehen werden ja dauern, bis sie regelmäßig sind und alles soweit ist, dass man überhaupt ins Krankenhaus muss. Und ja, soweit kam ich dann nicht mehr. Die Wehen waren schon fast von Anfang an direkt alle 5 Minuten. Zwar nicht stark, also sie waren gut zu ertragen, aber regelmäßig, alle 5 Minuten. Dann so, wie viel Uhr war es? Ich habe es auf jeden Fall ein paar Stunden, habe ich die Wehen beobachtet. Ich glaube so etwa 2 Stunden. Ich war sogar noch Haare waschen, weil ich dann nicht so völlig fertig aussehen wollte, weil es war auch Hochsommer und richtig, richtig heiß. Und dann fühlt man sich auch immer so eklig, einfach nur von allein, wenn man im Bett liegt und schläft. Hab dann halt weiter die Wehen kontrolliert, aber sie blieben einfach bei 5 Minuten und ab einem Abstand von 10 Minuten sollte ich auch das Krankenhaus anrufen, beziehungsweise die Klinik. Es war kein Krankenhaus, es war einfach nur eine Geburtsklinik. Aber ja, ich wollte halt wirklich erstmal sicher gehen, dass es auch regelmäßig bleibt. Ich habe dann etwa gegen 4 Uhr morgens die Klinik angerufen und habe geschildert, was los ist. Ich hatte auch, meine Fruchtblase war ja auch noch nicht geplatzt, war ja wirklich, die Wehen waren auch noch nicht so stark, also sie waren gut zu ertragen. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, okay, es geht jetzt gleich los. So war es jetzt nicht, aber sie waren halt super regelmäßig. Da meinten sie, ja, okay, wenn sie noch nicht so stark sind, die Wehen, dann können sie in etwa einer Stunde dann ins Krankenhaus kommen. Wenn ich Krankenhaus sage, meine ich die Klinik. dann habe ich soweit alles noch fertig gemacht. Mein Mann erstmal geweckt, weil er hat die ganze Zeit noch geschlafen und wusste davon noch überhaupt nichts. Also habe ich ihn geweckt und ihm das erstmal alles geschildert, was los ist und was jetzt ansteht. Er hat erst so völlig verpennt, dass er mir zugehört und gar nicht so richtig realisiert, was ich ihm überhaupt erzähle. Aber dann plötzlich hat es bei ihm Klick gemacht und er war mit einem Mal hellwach. Und naja, dann ist er noch los zum Konbini, hat noch einen Apfel geholt für mich, dass ich noch irgendwas essen konnte. Weil ich hatte schon Hunger, aber irgendwie auch nicht so wirklich Appetit, weil durch die Wehen war es irgendwie halt auch nicht so angenehm. Und sie wurden stärker, aber jetzt trotzdem noch gut zu ertragen. Also es war jetzt noch nicht wirklich schlimm. Dann haben wir ein Taxi gerufen. Also ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland ist. Also ich habe mein Kind ja hier in Japan zur Welt gebracht. Aber es gibt hier ganz spezielle so Mama-Taxis, die halt auch darauf ausgelegt sind, dass
Ja, wenn die Fruchtblase platzen sollte, dass es nicht die größte Sauerei im Taxi gibt, weil sie halt da mit Plane ausgelegt sind, halt mit. Ja, das ist. Ja, weil normales Taxi darf einen ja ablehnen im schlimmsten Fall. Und das ist halt. Das Risiko wollten wir nicht eingehen und wir haben halt uns vorher schon bei so einem Service angemeldet. Die mussten halt nur ungefähr den Geburtstermin wissen. Damit sie ungefähr einplanen konnten, wie viele Leute zu welchem Zeitpunkt ungefähr ja, befördert werden müssen. Ja, dann haben wir das Taxi gerufen, das kam dann auch und wir sind zur Klinik gefahren. Und ja, dort wurde dann das erste Mal, bin ich an den Venenschreiber gekommen. Das, die ganze Schwangerschaft über hat das nicht einmal stattgefunden, weil. Keine Ahnung. Ich hatte zwar schon, dass mein Bauch hart wurde, aber scheinbar wollte niemand überprüfen, wie regelmäßig das schon war. Dann wurde das aber das erste Mal gemacht und die haben halt auch festgestellt, dass es wirklich schon alle 5 Minuten war. Und dann durfte ich auch im Krankenhaus bleiben, musste also nicht nochmal nach Hause. Ja, erst war ich in einem Mehrbettzimmer. Da war ich aber alleine drinne, weil mein Einzelzimmer war noch nicht frei zu dem Zeitpunkt und ich hatte das Kind ja auch noch nicht auf die Welt gebracht. Also durfte ich da erstmal liegen. Mein Mann war bei mir, war auch Wochenende und er hatte ja auch Sommerurlaub genommen für die Woche danach. Ja, war eine Woche gewesen. Halt einfach, dass er die erste Zeit helfen konnte. Ja, dann hieß es halt warten. Es wurde soweit alles vorbereitet. Der Kreißsaal, den konnte ich auch noch nicht rein, weil so weit war es halt auch noch nicht. Oder im Venenzimmer auch noch nicht, weil meine Venen halt einfach noch nicht stark genug waren, der Muttermund noch nicht weit genug geöffnet war. Also musste ich einfach warten. Das hilft nichts. Ja, die Zeit verging und ich muss sagen, ab 6 Uhr morgens wurden die Venen schon echt schmerzhaft. Dann war es wirklich unangenehm. Also da war ich froh über jede Venenpause. Der Abstand hatte sich bis dahin nicht viel verkürzt, aber schon ein bisschen. Dann durfte ich auch hoch ins Wehenzimmer. Ja, das war dann schon sehr überraschend, dass ich nicht irgendwie auf einem normalen Bett oder so liegen konnte, sondern auf dem Futon, auf dem Boden. Und jedes Mal, wenn ich auf die Toilette musste, musste ich mich vom Boden hochschaffen und zur Toilette gehen. Das war sehr ungewöhnlich, aber in Japan ist das eben alles nun mal etwas anders. Da liegen auch wohl die Schwangeren auf einem Futon auf dem Boden, aber okay. War etwas ungewöhnlich und oft auch sehr mühselig, vom Boden dann hochzukommen. Ich habe Frühstück bekommen, ich konnte wirklich kaum was essen. Also ich habe versucht, was Leichtes zu essen. Ich habe immer dann ein bisschen von dem Obst gegessen, weil das ist das Einzige, was ich gut runterbekommen habe. Aber irgendwie so Reis oder all diese Sachen, ich konnte es einfach nicht essen. Ich war zu beschäftigt mit den Wehen. Es war so anstrengend. Ich weiß, sie haben mir immer wieder gesagt, ich brauche die Kraft, ich muss das essen, aber ich konnte es einfach nicht. Es war mir einfach unmöglich, in den Wehenpausen immer zu essen. Das war wirklich, wirklich mühselig. Und ja, dann hat das meiste mein Mann dann immer aufgegessen. Durfte er auch, wenn ich es nicht geschafft habe. Und naja, das ist halt, ja, war halt ein bisschen doof. Dann, ja, die Wehen wurden immer unangenehmer, der Abstand immer kürzer. Mittagessen gab es noch, da hatte ich aber schon, also da muss ich sagen, da hatte ich schon wirklich gut jede Minute meine Wehen. Und die waren so schlimm, wie ich da noch hätte essen sollen. Ich weiß es nicht. Ich hab Wassermelone habe ich noch geschafft zu essen. Aber boah, mehr, es ging einfach nicht. Ich konnte einfach nichts essen. Wie soll jede Minute aufzuhören und die Wehe zu veratmen? Das war nicht schön. Ja, bei den Untersuchungen zwischenzeitlich, der Muttermund hatte sich zwar weiterhin geöffnet, aber es sah irgendwie nicht so aus, als würde es bald losgehen. Und die Wehen waren wirklich schon alle Minute. Und ich wusste auch einfach nicht, wie lange dauert das noch. Hat mit mir auch niemand drüber gesprochen, mir da genaueres erklärt. Ich
weiß, dass wahrscheinlich die Sprachbarriere ein Problem dargestellt hat. Ich meine, ich spreche Japanisch und ich kann es auch relativ gut, aber es gibt natürlich immer mal wieder Sachen, die ich nicht verstehe. Und vor allem in so einer Situation war ich auch sehr mit mir selbst beschäftigt und überfordert. Und mein Mann war zwar dabei, aber der hatte ja auch nicht wirklich viel Ahnung von diesem ganzen Thema. Das ist dann doch auch etwas schwieriger gewesen. Aber ich hatte halt echt, ich hatte gedacht, das dauert noch Stunden. Dabei war ich schon kurz vor den Presswehen. Das wusste ich aber nicht. Also war das, ich würde sagen, ja. Also in meinem Fall, das Schlimmste war überstanden. Weil das davor war so unangenehm, als dann die Presswehen eingesetzt haben und ich erstmal ja nichts machen konnte, weil meine Fruchtblase noch nicht geplatzt war. Das war auch noch ziemlich schlimm. Ich konnte auch nur sitzen, also ich konnte nicht liegen oder irgendwie gebückt sein oder stehen. Ich konnte nur sitzen. Im Sitzen ging es einigermaßen, da war es zu ertragen. Und dann halt ja, ein 3-Kilo-Baby, was mit so einer Wucht nach unten drückt in deinem Becken. Boah, das ist richtig unangenehm. Und man will dann auch pressen, aber die Fruchtblase war noch nicht geplatzt. Und die wollten mich im Wehenzimmer lassen, so lange, bis die Fruchtblase platzt, und die wollten sie auch nicht öffnen. Die wollten das von alleine alles lassen. Ihre Herztöne waren okay. Es gab keinen Grund irgendwie zur Sorge, aber ich wollte dann wirklich irgendwann, dass es einfach nur losgeht. Und Schmerzmittel, gar nichts. Also ich weiß nicht, ob ich was bekommen hätte, wenn ich gefragt hätte, aber ich weiß, dass in Japan Schmerzmittel bei der Geburt eher selten ist. Vor allem die PDA, also die Spritze. Die muss man vorher anmelden, selbst bezahlen sowieso. Also das ist alles, das kann man spontan, kann man das zumindest nicht entscheiden. Also habe ich wirklich alles komplett so gespürt, wie es war. Und es war schon sehr heftig. Aber naja, man kann es überstehen. Dann endlich um 1 Uhr mittags ist die Fruchtblase geplatzt. Und dann dachte ich mir so, oh, jetzt geht's dann los. Und dann durfte ich tatsächlich auch in den Kreissaal mich da halt hinsetzen. Mein Mann war erst nicht dabei, er durfte am Ende dazu, aber am Anfang nicht. Du musst dich alleine sein. Das war mir ein bisschen unangenehm und ich war auch nicht sehr glücklich darüber, aber so waren die Regeln in der Klinik. Ich wusste es vorher und zwar war halt die Klinik, die bei uns in der Nähe war, und es war die beste Lösung für uns alle. Also hatten wir uns dann letztendlich für die Klinik auch entschieden. Und naja, dann war ich erst allein im Kreissaal mit den Hebammen und der Ärztin, es war glaube ich eine Ärztin zu dem Zeitpunkt, und dann konnte ich endlich etwas gegen die Wehen machen. Von dem Moment an, von dem ich mitpressen konnte, war es überhaupt nicht mehr schlimm. Und ja, das sage ich, es war nicht mehr schlimm. Ich fand, es war so eine Erleichterung, endlich was tun zu können gegen diese Schmerzen. Dass ich pressen konnte, hat irgendwie den Druck auch genommen. Also es hat mir sehr viel geholfen. Ich war viel entspannter. Ich konnte die Wehen viel besser veratmen. Ich durfte nicht in jeder pressen. Manchmal muss man so ein bisschen gucken, dass das Kind auch richtig liegt und so. Aber generell war es echt gut. Und es ging dann auch relativ schnell. Also eine Stunde später, gegen 2, kam dann auch mein Mann dazu, weil dann war der Kopf also draußen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das auf Deutsch? Ich habe das Wort vergessen. Auf Englisch ist das Crowning. Aber also der Kopf war dann schon so draußen oder ja, halt so zu sehen. Und dann durfte mein Mann dazu ab dem Stück. Und endlich bei mir sein. Da war ich auch wirklich froh drüber. Er hat zwischendurch schon mal gefragt, ob alles okay ist, weil er halt draußen stand und sich auch voll die Sorgen gemacht hat. Mir ging es wesentlich besser, als er auch bei mir war. Und dann ging es auch relativ schnell. Also es war dann eine Viertelstunde später und das Baby war draußen. Also die Geburt an sich war also etwa eine Stunde.
was für die erste Geburt schon relativ schnell war. Das haben mir auch die, die Hebammen gesagt, dass das wirklich schnell war und dass ich das gut gemacht habe. Vorher die Zeit der Wehen, das waren 11 Stunden, was jetzt auch nicht super lange ist. Da gibt es ja auch Frauen, die wirklich tagelang in den Wehen liegen. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Also ich finde, ich hatte eine gute Wehenzeit und eine gute Geburt. Also es gab auch keine Komplikationen, gar nichts. Ja, war aber trotzdem sehr schmerzhaft, vor allem ohne Schmerzmittel. Ich habe einen Dammschnitt bekommen, also gerissen bin ich nicht, aber sie haben gesagt, sie schneiden es, weil der Kopf nicht richtig rauskommen konnte. Nachdem die Kleine auf der Welt war, musste ich natürlich noch da liegen bleiben und warten, bis die Plazenta geboren wird. Das ging 3 Minuten später. Also sie wurde geboren um 14.15 Uhr und um 14.18 Uhr war die Plazenta auch schon komplett draußen. Also gab da auch nicht irgendwie, dass Stücke zurückgeblieben sind oder irgendwie so. War wirklich alles ohne Probleme. Danach bin ich genäht worden, weil ich musste mich ja schneiden. Und dann habe ich da erstmal gelegen und gewartet. Mein Mann hatte in der Zeit schon mal unsere Tochter auch auf dem Arm gehabt draußen. Und ich habe sie dann danach auch bekommen und durfte sie auch anlegen und das erste Mal stillen. Oh, das war so ein schöner Moment, als die Kleine endlich bei mir war und ich sie angucken konnte, sehen konnte, einfach wie sie aussieht. Das hatte ich mich die ganze Zeit gefragt. Ihr ging es auch gut. Sie hatte auch nach der Geburt keine Probleme, irgendwie alles war okay. Sie war ja auch nur einen Tag über ihren ET, also auch jetzt nicht irgendwie zu lange drinne oder halt, war wirklich alles super. Danach, als ich wieder raus konnte aus dem Kreissaal, bin ich wieder runter in das Mehrbettzimmer gegangen. Die erste Nacht habe ich auch dort geschlafen, ohne meine Tochter. In der ersten Nacht war sie auf der Schwesternstation. Da hat sie die erste Nacht verbracht, aus dem Grund, dass sie das Kind beobachten konnten und dass ich mich von der Geburt erholen konnte, ohne schon in der Nacht direkt das Kind bei mir zu haben. Ich hätte sie gerne bei mir gehabt, aber ich habe mich in den Regeln gefügt und die erste Nacht alleine geschlafen. Mein Mann konnte auch nicht bleiben, es war ja alles okay, er musste dann nach Hause. Ich habe nicht sonderlich gut geschlafen in der Nacht, ich war sehr früh wieder wach, weil ich nicht mehr schlafen konnte, der ganze Adrenalin. Das war einfach, es war sehr viel, was in mir vorging. Nächsten Tag habe ich dann die Kleine auch zu mir bekommen und ich bin in mein Einzelzimmer gezogen und von dem Moment war sie auch immer bei mir in ihrem Bettchen. Ich blende mal kurz ein paar Bilder ein. Ja, mein Klinikaufenthalt, der dauerte 4 Tage. Das ist bei einer natürlichen Geburt vollkommen normal hier. Bei einem Kaiserschnitt wären es 10 Tage gewesen, die ich im Krankenhaus hätte bleiben müssen, aber da gab es ja keinen Anlass für. 4 Tage war ich im Krankenhaus, habe da viel gezeigt bekommen, hatte auch einen Kurs, will ich nicht sagen, aber es kam eine Frau von der Firma, die hat halt über Flaschennahrung gesprochen, aber ich wollte voll stillen. Im Krankenhaus habe ich zusätzlich noch die Flasche gegeben, bis die Milch richtig eingeschossen ist. Aber schon am 3. Tag im Krankenhaus
haben die schon sie immer gewogen, also vor und nach dem Stillen, und mir gesagt, dass ich auf jeden Fall voll stillen kann, dass es genug Milch da und die Flasche nicht mehr geben muss. Und das habe ich ab da dann auch so gemacht. Ja, und dann am vierten Tag sind wir endlich nach Hause gegangen und waren wir endlich eine kleine Familie. Ach, es war so schön. Mein Mann war natürlich jeden Tag im Krankenhaus, von Anfang der Besuchszeit bis Ende der Besuchszeit. Weil, ja, das lässt er sich natürlich auch nicht nehmen. Eine schwangere Freundin hat mich in der Zeit auch besucht. Sie ist auch Ausländerin hier in Japan und hat 3 Monate nach mir ihren Sohn bekommen. Und ja, sie hat mich auch besucht in der Klinik. Und ja, auch ja, natürlich meine Schwiegereltern waren auch schon mal in der Klinik gewesen. Viel mehr Besuch hatten wir da jetzt nicht unbedingt. Ist halt auch sehr anstrengend für mich gewesen, vor allen Dingen, weil ich mich auch erholen wollte. Ja, es war der ganze erste Monat, bin ich echt auch kaum aus dem Haus gegangen, also wirklich. Wir waren bei meinen Schwiegereltern, sie haben das Angebot gemacht, dass wir für den ersten Monat zu ihnen kommen können. Ich musste mich nicht um den Haushalt kümmern, ich musste nicht kochen, nicht einkaufen, ich musste mich lediglich um mein Kind kümmern. Und konnte mich erholen von der Geburt, weil das Wochenbett ist ja keine Woche, das geht ja ein bisschen länger. Und es war so gut, das hat mir den Start sehr viel einfacher gemacht. Vor allem, weil als wir dann nach Hause kamen, hatte unser Baby schon gut einen Rhythmus, hatte sich alles eingespielt. Und ich konnte halt die Hausarbeit dann immer nebenher einplanen. Das war wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Ja, das war alles, was ich jetzt gerade so spontan noch das war jetzt auch alles, was ich eigentlich zu erzählen hatte. Also meine Notizen sind soweit auch abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe oder ob noch irgendwas von Interesse ist. Also wenn noch irgendwelche Fragen bezüglich wenn es noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema gibt, also rund um die Geburt hier in Japan, könnt ihr mir gerne die Fragen in den Kommentaren stellen. Ich werde sie dann wahrscheinlich dort beantworten, je nachdem mal schauen. Ja, also bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.